Der übermächtige Rolleur Ulrich kämpft. Am Fuß des Col du Lautaret hat er dem Kletterer schon eine Minute abgetrotzt. Pantani macht sich an den Anstieg von Les Deux Alpes. Er ist wieder in seinem Element. Noch 9 Kilometer bis zur Ankunft. Ulrich steht seine plötzliche, unerbittliche Niederlage ins Gesicht geschrieben. Er kann nicht mehr und wartet auf die Hilfe seiner Teamkollegen. Doch die haben den Gelb-Trikotträger im Stich gelassen, konnten ihn nicht sehen. Ulrich ist 10 Meter abgefallen und fährt im Nebel. Pantani liegt seit 42 Kilometern in Führung. Kein Grund, sich auszuruhen, nein, er beschleunigt noch. Das gelbe Trikot vor Augen. Ulrich hatte auf dem Gipfel des Galibier den Regenschutz abgelehnt, er ist fertig. Im Ziel beträgt sein Rückstand fast 9 Minuten. Pantani rollt an seinen Landsleuten vorbei. Die Italiener fühlen sich hier in Les Deux Alpes wie zu Hause. Jan Ulrich steht am Wendepunkt seines Lebens. Er ist 24 und war die große Radsporthoffnung. Das gelbe Trikot wird er nie wieder tragen. Für den Rest seiner Laufbahn fährt er seinem einstigen Ruhm hinterher. Pantani gewinnt die Tour de France. Der Regen spielt für ihn keine Rolle mehr, denn er hat Geschichte geschrieben. Ihm bleiben noch 5 Jahre zu leben. Mit 34 tritt der Pirat für immer ab. Er liebte stets die Einsamkeit. Hier sieht man ihn, wie er in der Stille des Galibier von dannen fährt. Konnte der Galibier den Lauf von Fausto Coppi bremsen? Coppi, der gerade 32 war und am Vortag mit großem Abstand in Alpe d'Huez gewonnen hatte? Am Col de la Croix de Fer holt er Gautier und Milano ein. Er zieht vorbei, mit unverminderter Geschwindigkeit. Er ist besorgt, noch 2 Pässe, die er nicht alleine bewältigen will. Am Auftakt zum Galibier lässt er den jungen Le Guilly nachkommen und sogar passieren. 4 Kilometer vor dem Gipfel holt er ihn ein und zieht vorbei. Mit Leichtigkeit meistert er alle Hürden, die kleinen wie die großen. Der Meisterkletterer ist auch ein großer Rolleur, ein Allrounder, der einzige der Tourgeschichte. Am Ziel in Sestriere hat er fast 10 Minuten Vorsprung. War Coppi der Bergkönig des 20. Jahrhunderts? Oder war es der Luxemburger Charlie Gaul, der mit 22 seine erste Tour bestritt? Auf dem Galibierpass am Col de Saravis setzt sich Gaul mit dem Holländer Nolten ab. Er ist der erste Ausreißer überhaupt. Als einziger Fahrer ist er in der Lage, 10% Steigung zu meistern, mit einer Hand. Gaul kämpft gegen die Hitze an. Auf dem Col du Télégraphe leert er eine Dose nach der anderen und hängt gleichzeitig seinen Ausreißerkollegen ab. Immer noch durstig stürmt er den Galibier. Auf dem Gipfel ist sein Vorsprung geradezu irreal. Radsportküken Charlie Gaul hat über 16 Minuten Vorsprung vor dem alten Krieger Louison Bourbet. Etwas noch nie Dagewesenes. Ein Spanier macht ihm Mitte der 50er Jahre die Krone streitig. Erst gewinnt der eine die Tour de France, dann der andere. Federico Bahamontes, der Adler von Toledo, 6-maliger Sieger der Bergwertung, ist vielleicht weniger übermenschlich als Charlie Gaul, aber entschlossener. 10 Jahre zuvor hat er bereits auf dem Galibier gewonnen.
Mit 36 startet er einen neuen Versuch. Mit dem Franzosen Aglard reist er 70 Kilometer vor dem Ziel aus. Den Gipfel des Col du Télégraphe erreicht er allein. Tief im Sattel, mit geradem Oberkörper, beide Hände oben am Lenker, führt er seine kleine Gruppe an und liefert sich einen letzten Kampf mit dem Berg. Erneut erweist sich Bahamontes als würdiger Bezwinger. Der Galibier kann auch von Süden her befahren werden. Dort ist die Kulisse noch eindrucksvoller. Hinter dem ersten Absatz des Col de Lautaret wechselt ein Gewirr aus Kehren mit langen Geraden ab. Der Anstieg wird sanfter. Dafür ist er mit 37 Kilometern länger. Kurz vor dem Gipfel, hinter dem alten Tunnel, liegt die Steigung wieder über 12%. Über Briançon und über La Grave führt das Rennen über zwei Strecken, die am Anstieg zum Col de Lautaret zusammenlaufen. Hier sind die 2000 Meter überschritten und es beginnt die wahre Herausforderung. Noch für 8 weitere Kilometer bis zum Gipfel des Galibier. Hier Andy Schleck 50 Jahre nach Charlie Gaulle. Er ist der neue Kletterer aus Luxemburg. Gelingt es ihm ebenfalls, die Tour auf einem Pass zu gewinnen? Mit 26 war er Zweiter bei der Tour de France und beim Giro d'Italia. Diesmal führt er sein Team und hat höhere Ziele. Ihm gegenüber steht der Boss, Alberto Contador. Er ist 28 Jahre alt und hat dreimal die Tour de France, zweimal den Giro d'Italia und die Vuelta gewonnen. Der Australier Cadel Evans, zweimal Tour-Zweiter, ist auf jedem Gelände zu Hause. Er ist 34 Jahre alt. Für ihn gilt jetzt oder nie. Am Fuß des Col d'Isoard legen sich die Fahrer ins Zeug. Sie haben den Col Daniel bereits hinter sich, bleibt noch der Galibier. Andy Schleck steigt aus dem Sattel. Mitten auf dem Pass reißt er aus. Beschleunigt, langsam, aber entschieden. Der Tour-Vierte zieht davon und niemand reagiert. Niemand rührt sich. Alle sind perplex. Ein Tourfavorit, der 62 Kilometer vor dem Ziel ausreist und das Unmögliche versucht, auf einer der härtesten Etappen. So etwas hatte es 40 Jahre nicht gegeben. Schleck sieht vor sich Maxime Mofort, seinen Teamkollegen, der als Ablösung vorausgefahren war. Der Angriff war gut vorbereitet. Jetzt stürzen sich beide gemeinsam ins Abenteuer. Auf dem Weg ins Tal von La Guisane haben die Rivalen noch immer nicht reagiert. In der Ferne sehen sie ihre Folterstrecke, den Galibierpass. Zum ersten Mal in der Geschichte entscheidet sich der Sieg auf dem Gipfel. Kann der zarte Sprinter mit dem junghaften Körper dem Gegenwind standhalten, wenn in seinem Rücken die Meute losbricht? Contador steht unter Strom. Der Berg kommt in Sicht. Seit 30 Kilometern beobachten sich alle gegenseitig und Schleck hat 3 Minuten Vorsprung. In der Mitte des Lautaret-Passes, 20 Kilometer vor dem Ziel, vergrößert Andy Schleck seinen Vorsprung noch weiter. Iglinski zieht mit. Nach 12 Kilometern ist der Lautaret passiert. Nun beginnt der riskante Anstieg zum Galibier, dessen Ausgang immer ungewiss ist. Die ersten Steigungen des Galibier.
Es bleiben noch 8 Kilometer und Schleck zieht davon. Er hat über 4 Minuten Vorsprung und Anspruch auf das gelbe Trikot. Evans hat verstanden. Er hat 1:20 Vorsprung auf Schleck im Gesamtklassement und hat jetzt 3 Minuten Rückstand. Im Einzelzeitfahren kann er sie nicht aufholen. Der Ausgang der Tour entscheidet sich jetzt auf den letzten 6 Kilometern. Es folgt ein einzigartiger Kampf zwischen 2 couragierten Fahrern. Der Sieger der Etappe gewinnt die Tour. Andy Schleck gibt nicht auf. Aber Sekunde um Sekunde verringert Evans seinen Rückstand. Es bleiben noch 3 Kilometer bis zum Ende der Höllenfahrt. Contador lässt nach. Er kann nicht mehr aufholen. Die Spitzengruppe zieht davon. Der dreifache Toursieger ist am Ende. Contador wird die Tour de France nicht gewinnen. Noch 2 Kilometer. Der Rückstand bleibt bestehen, liegt aber nur noch bei 2 Minuten 50. Evans ist im Begriff, das Ruder herumzureißen. Er hat auf 8 Kilometern 3 Minuten gut gemacht. Sein Rückstand auf Schleck liegt bei 2 Minuten 15. Den letzten Kilometer kämpft sich Schleck wie mit Steigeisen vorwärts. Er gewinnt die Etappe, aber nicht die Tour de France. War der Höllenritt hinauf zum Galibier letztlich vergebens? Nicht ganz, denn der Galibier ließ den jungen Mann zum Giganten wachsen.